Ja, einen schönen guten Tag an alle Auszubildenden und an alle Neugierigen heute. Wir kommen zu einer neuen Folge von Spaß mit Vermessungsinstrumenten. Heute das Nivellierinstrument. Ich möchte euch heute das Nivellierinstrument vorstellen. Den Einsatzort des Nivellierinstruments ist von Beruf zu Beruf sehr vielfältig. Der Kanalbauer, der Straßenbauer, beide müssen Höhendifferenzen messen, Höhenunterschiede kontrollieren. Wir sind hier in der Vertikalmessung bei diesem Instrument. Ihr werdet in den nächsten Teilen erfahren, wie wir es aufstellen, justieren, einstellen, wie wir Ablesungen dokumentieren und so die Qualität sichern. Okay, viel Vergnügen. Los geht's. Gut, zunächst wollen wir uns mal anschauen, was brauchen wir alles zum Nivellieren? Wie sieht unser Equipment aus? Wir brauchen natürlich ganz klar zunächst mal das Nivellierinstrument. Das Nivellierinstrument ist in der Regel immer im Koffer zu transportieren. Ich habe hier ein Nivellierinstrument der Firma Leica. Das ist ein digitales Instrument, das ich euch vorstellen werde. Zu diesem Instrument gehört eine Messlatte, eine sogenannte Nivellierlatte. Die sieht im Moment von der Skalierung her ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Da werden wir aber drauf eingehen. Da wird ein Messwert abgelesen. Wir brauchen ein Stativ. Ich habe hier ein Dreibein-Stativ, das werde ich nachher aufstellen, mit Teleskopbeinen. Damit wir eine Messlatte lotrecht ausrichten können, vertikal ausrichten können, habe ich ganz gerne auch einen Lattenrichter mit dabei. Und das ist erstmal das, was wir brauchen, und los geht's. Okay, positionieren wir zunächst erstmal unser Dreibein-Stativ. Dazu ist Folgendes zu beachten: Wir brauchen einen sicheren Stand. Die drei Füße des Statives sollten, ja, ich sag mal, ein gleichseitiges Dreieck bilden, damit wir wirklich auch eine Standsicherung haben. Dann zieht man die Füße so auseinander, dass wir unser Nivelliergerät im Aufsatz auf Seehöhe, auf Augenhöhe haben. Ich möchte mich weder bücken müssen beim Nivellieren, noch möchte ich auf Zehenspitzen stehen müssen. Also derjenige, der am Gerät steht, sollte das Gerät so aufbauen, dass er mit einem vernünftigen Stand arbeitet. Dann macht man Folgendes: Man fixiert die beiden Dreibeine, die zu sich gekehrt sind. Und über dieses dritte Standbein hat man jetzt die Möglichkeit, diesen Nivellierteller, diesen Stativteller so auszurichten, dass er einigermaßen horizontal waagerecht ist. Ich denke, das ist jetzt der Fall. Dann würde ich den ebenfalls fixieren. Ich habe gesehen, dass der ein oder andere zur Kontrolle auch ganz gerne mal die Wasserwaage benutzt und sie oben drauf legt. Das kann man durchaus machen. Das muss hier nicht perfekt sein, denn ich habe die Möglichkeit, am Gerät noch nachzujustieren. Okay, das werden wir jetzt tun. Wir sehen, wir haben hier an dem Stativteller eine Gewindeschraube. Und mit Hilfe dieser Gewindeschraube kann ich jetzt das Nivellierinstrument auf diesen Teller befestigen. Das mache ich nun. Ich nehme mir das Instrument, setze es oben drauf, drehe die Schraube fest, handfest, ich brauche da kein Werkzeug für. Na, komm. Ja, da bin ich. Jetzt seht ihr, ich habe die Möglichkeit, das Instrument um 360 Grad im Vollkreis zu drehen. Wir haben hier unten am Gerät im Erdgeschoss, sage ich mal, drei sogenannte Fußschrauben. Wenn ich diese Fußschrauben drehe, seht ihr, entweder senkt sich mein Gehäuse, beziehungsweise es hebt sich, je nach Drehrichtung. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, über diese drei Fußschrauben mein Gerät zu justieren. An diesem Gerät ist, wenn ihr hier mal schaut, eine Dosenlibelle befestigt. Ich suche mir zwei beliebige Fußschrauben aus. Ich sage jetzt mal, ich wähle jetzt mal diese beiden Fußschrauben und werde die Seelinie meines Instrumentes parallel in Richtung dieser beiden Fußschrauben bringen und werde jetzt ausschließlich nur diese beiden Fußschrauben betätigen, und zwar so lange, bis die Luftblase meiner Dosenlibelle zentriert im Mittelpunkt ist. Dazu mache ich Folgendes: Ich ziehe meine Brille auf, die brauche ich. Und werde jetzt beide Fußschrauben zeitgleich drehen. Ich sehe jetzt in dem Spiegel, wie die Luftblase wandert, so lange, bis sie zentriert im Mittelpunkt ist. Und das ist genau jetzt der Fall.
Das war die erste Position zur Grobjustierung. Die zweite Position ist 90 Grad gedreht zur ersten Einstellung über die dritte Fußschraube, die ich bislang noch nicht betätigt habe. Das heißt, ich drehe mein Instrument einmal um 90 Grad und würde dann nochmals nachjustieren, falls nötig, über diese dritte Fußschraube. Das war die zweite Position. Die dritte und letzte Einstellung ist um 180 Grad gedreht zur ersten Position. Das heißt, ich gehe nochmal über die beiden ersten Fußschrauben, allerdings um 180 Grad gedreht und würde dann, falls notwendig ist, nochmal nachjustieren. Mein Gerät ist jetzt in dieser Lage grob justiert. Das Gerät weiß jetzt, einen Moment, da will jemand mit mir arbeiten und die Feinjustierung macht das Gerät jetzt selber. Dann, das ist ein automatisches Nivellierinstrument. In diesem Nivellierinstrument ist ein sogenannter Kompensator. Ich brauche letztendlich eigentlich nur die Grobjustierung über diese drei Fußschrauben. Die Feinjustierung, die absolute horizontale, macht das Gerät jetzt von alleine und es ist jetzt eigentlich betriebsbereit.